Hallo, es ist mal wieder Zeit für ein Rant. Genau. Teils politisch, teils tatsächlich was fürs Business. Oho, was ist denn das? Ja, der Titel verrät es schon, es geht um unser Rentensystem. Einige sagen, es ist marode, andere sagen, es ist super. Allerdings sagen das nur die Leute, die tatsächlich Kohle haben. Und die meisten sagen, es ist dem Untergang geweiht. Und heute wollen wir mal ein bisschen näher drauf eingehen, warum denn da die Meinungen so auseinandergehen. Also, wir arbeiten ja beide im öffentlichen Dienst. Er zurzeit im DLR und ich im Amt für Statistik. Statistik. Ich mache da nur die IT, keine Sorge. So, und da habe ich mich natürlich auch mal mit einigen Leuten unterhalten, denen man da so Support leistet. Und wie man sich in einem öffentlichen Amt vorstellen kann, ist der Altersdurchschnitt da nicht so bei 30, sondern irgendwas zwischen 50 und 60. Es gibt auch junge Menschen. Aber nicht viele. Aber die kannst du fast an einer Hand abzählen. Die meisten sind also alt und wenn jemand das Amt verlässt, dann selten wegen Wechsel des Arbeitgebers, sondern primär wegen Rente. Ja, Rente, nicht Pension. Wichtig? Sind die eigentlich verbeamtet? Verbeamtet ist bei uns im Amt so gut wie niemand mehr. Ich glaube, 4 Leute noch? Oder irgendwas in die Richtung? Liegt einfach daran, dass es irgendwo Quatsch ist, die Leute zu verbeamten, weil sie sitzen eh nur im Büro und werten da Statistiken aus, befüllen da irgendwelche Datenbanken und so weiter. Und zwar ja auch mal, dass die Leute nicht streiken dürfen. Genau, und selbst wenn wir streiken, ist nicht so schlimm. Merkt es sowieso keiner. Ja, und ich sag mal so, Leute, die über 50 sind, die streiken auch selten. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber... Nicht alle. Es gibt ein paar, die gehen dann erst recht ab wie eine Rakete, aber... Genau. Das ist eher die Minderheit. Von daher haben wir sich entschlossen, nee, verbeamtet ist Quatsch, ist Blödsinn. Ja, es gibt noch so ein paar, ich hätte es fast in Anführungsstrichen Restleichen gesagt. Abgesehen davon sind wir alle ganz normal der Angestelltenverhältnis. So, und da habe ich mich halt mit einem unterhalten. Und der sagte, er überlegt noch, ob er nächstes Jahr in Frührente geht. Gibt es allerdings Abzug. Also er hat 45 Arbeitsjahre voll. Ja, das ist ja wichtig in Deutschland. Man muss 45 Jahre gearbeitet haben, dann darfst du erst in Rente gehen. Ohne Abzüge. Komma, aber. Ja, in Deutschland ist immer Komma, aber ganz wichtig. Die Abzüge finden dann doch statt, wenn du vor dem offiziellen Renteneintrittsalter von, aktuell ist es 65 Jahre für die Generation, in Rente gehen willst, auch wenn du deine 45 Jahre voll hast. Dann kriegst du trotzdem Abzug. Warum, ist nicht so richtig bekannt. Na, weil halt 65 das offizielle Renteneintrittsalter ist. Ja, aber du musst... Aber wenn du 45 Jahre, egal. So. Nee, es geht nicht um die 45 Jahre, es geht um die 65. Genau, also für die Generation, in der dieser Mann geboren wurde, ist das offizielle Renteneintrittsalter 65. Ich glaube, inzwischen ist es 67, ne? Für uns war es 67. Für uns ist es 67. Mal sehen, was es in 10 Jahren ist. Wahrscheinlich 80. Und deswegen muss er, wenn er keine Abzüge haben will, die übrigens 12% sind, 12%, das ist nicht wenig, muss er bis zum 65. Lebensjahr arbeiten. Das wäre nur noch mal 2 Jahre extra. Dann hat er halt 47 Jahre gearbeitet. Naja, warum nicht? Kriegt aber auch dementsprechend dann überhaupt auch noch mehr Rente, ne? Weil er weiter eingezahlt hat in das Rentensystem, in die Rentenkasse, genau. Obwohl er es nicht hätte müssen. Genau. Das ist richtig. Er ist übrigens keiner von den Beamten. Da kommen wir gleich noch zu. So. Aber ich habe mal gefragt, wie viel kriegt man denn jetzt eigentlich aktuell? Also kriegst du, wir sind bei du an der Stelle. Er sagte 53% vom Netto. Vom Netto. Vom letzten oder vom Durchschnitt? Er meinte so Pi mal Daumen der letzten paar Jahre. Aha. Wahrscheinlich meint er mit letzten paar Jahre, so alt wie er ist, die letzten 10. Kann schon sein. Ich ging immer von 53% vom Brutto aus, was auch nicht gerade viel ist. Nein, nee, weil da kriegst du ja dann einen Teil von deinen SV-Beiträgen wieder. Netto. Und damit nicht genug. Das wird ja auch noch besteuert. So viel zum Thema, in Deutschland darf keine Doppelbesteuerung fest. Weil die Rentenbeiträge nicht besteuert werden. Du bezahlst die SV-Beiträge ja parallel zur Steuer. Ja, also wenige Ausreden gibt es hier und da und dort und überall. Ja, Doppelbesteuerung ist verboten, jeder kennt sie, jeder der raucht zahlt sie und jeder der tankt zahlt sie auch.
Ja, Mineralölsteuer und dann kommt Mehrwertsteuer obendrauf. Ist das eine doppelte Besteuerung? Die Antwort lautet ja. Warum? Nein, die gleiche Steuer darf nicht doppelt erhoben werden. Ah, schon kommt. Unterschiedliche sind wunderbar. Schon kommt die erste Ausrede. Ja, ja, ist so, aber so. Damals wieder, doppelte Besteuerung ist verboten, Komma, es sei denn, beziehungsweise genau. Aber. Es, ist ja keine, es wird ja nicht zweimal die gleiche oder selbe Steuer erhoben. Das wäre tatsächlich verboten. Aber unterschiedliche Steuern, dann dürftest du ja auch nichts außer Mehrwertsteuer bezahlen. Und da haben wir es wieder. Ja. Also, es ist strikt geregelt, es sei denn, es tritt eine Ausnahme in Kraft, die Sie auf den folgenden 500 Seiten nachlesen können. Genau. Ist dann ein Gesetz noch sinnvoll, wenn es so zerlöchert ist, dass es mehr Ausnahmen als Regelungen gibt? Eigentlich nicht in meinen Augen. Dann kannst du das Gesetz auch gleich in die Tonne treten nochmal von vorne anfangen. Ja, du kannst nicht das komplette Steuerwesen jetzt auf ein löchriges Gesetz zurückführen. Also, das ist etwas sehr an den Haaren herbeigezogen. Die Frage ist, wieso ist das überhaupt so löchrig? Wieso wird ein Gesetz so löchrig überhaupt initiiert, also niedergeschrieben? Ja, weil Ausnahmen auch ab und zu mal sein müssen. Du kannst ja nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja auch noch Leute mit unterschiedlichen Situationen. Man kann nicht Leute über einen Kamm scheren. Da sind wir nämlich schon wieder beim nächsten Punkt. Es gibt solche Leute und dann gibt es noch ganz andere. Und dann gibt es wieder total andere und das sind die Schlimmsten. Es gibt solche und solche und dann gibt es noch ganz andere und das sind die Schlimmsten. Aber wir waren ja bei unserem Rentensystem. Genau. Gleichzeitig hat er sich nämlich darüber aufgeregt, dass es in Österreich, ein Land mit 7 Millionen Einwohnern? Ja, irgendwas um die 8. Genau. Das ist so 2,5 mal Berlin. Ja, ja, so ungefähr. Das Bahnhofsklo Europas. Oder sagen wir mal alle Stadtstaaten, Bremen, Hamburg und Berlin zusammen. Nee, nee, das... Reicht noch nicht? Und dann packen wir noch Brandenburg dazu, dann passt es. Ja, ja, dann muss ich kommen. Bei denen sind es 73%, 75% vom Netto. Vom Netto. Ja, immer Netto rechnen. Immer Netto. Niemals Brutto. So, das heißt, die haben tatsächlich mehr davon. So, jetzt habe ich aber dann mal überlegt. Also, wir schmeißen mal eine Zahl in den Raum. Sagen wir einfach, damit man seinen Lebensstandard so ungefähr halten kann. Von dem, was man jetzt netto hat, schmeißen wir mal die Zahl 2000 Euro in den Raum. Ja, würde das bedeuten, 53% davon sind so ungefähr etwas über 1000 Euro. Kann man von 1000 Euro seinen Lebensstandard von jetzigen 2000 halten? Die Antwort lautet nein. So, das heißt also, damit man anschließend als Rentner immer noch um die 2000 Euro zur Verfügung hat, wie gesagt, da kommen dann noch Steuern drauf, ja, muss man so ungefähr das Doppelte verdienen. Also man müsste eigentlich dann jetzt 4000 Euro netto bekommen, damit man dann als Rentner so ungefähr 2000 zur Verfügung hat. Ja, 2000 brauchst du auch als Rentner auch nicht. Das sagst du. Du bezahlst schon mal keine Einkommenssteuer drauf, weil es kein Einkommen ist. Richtig. Du bezahlst keine Rentenbeiträge mehr. Ja, aber dafür hast du einen Haufen andere Kosten, wie zum Beispiel Tabletten und so weiter. Das kommt extra. Das kannst du, wenn du chronisch krank bist, dir auch erstatten lassen. Ja, also bitte die Rente nicht mit einem Bruttogehalt verwechseln. Nee, das auf jeden Fall nicht, aber besteuert uns ja trotzdem. Wie viel Steuern sind es eigentlich? Wie viel Prozent bist du das? Nicht viele, aber das ließe sich rauskriegen. Das lässt sich rauskriegen, ja. So, okay, also sagen wir nicht 4.000, sondern sagen wir 3.500. Also du brauchst keine 2.000 Euro Rente, um vernünftig zu leben. Schmeißen wir das mal so. Wieso, wenn ich es auf dem Konto habe, habe ich es auf dem Konto. Netto ist netto. Ja. Und du brauchst trotzdem keine 2000 Euro Rente im Monat, um leben zu können. Das sagst du. Das sagt die Erfahrung. Also wenn ich allein eine Wohnung habe, die mich warm inklusive Strom rund ein Tausender kostet, habe ich nur noch ein Tausender im Monat übrig für alles andere. Versicherungen, ja, die brauche ich ja trotzdem noch, wenn das Haus brennt oder wenn mir irgendwas geklaut wird und so weiter. Ja. Und was essen will ich auch noch und vielleicht habe ich ja auch noch ein Auto. Aber du isst schon mal deutlich weniger. Na, das ist ein Gerücht, würde ich sagen. So, und niemand ist so viel unterwegs wie Rentner. Ja, also wenn man vorher Zeit hatte, hat man als Rentner garantiert keine Zeit mehr. Das genau. Heißt, die verballern dann auch noch entsprechend viel. Also ich würde sagen, damit man ein vernünftiges Leben halten kann, sind 2000 Euro schon jetzt nicht viel zu viel. Also meine Eltern haben jeder weit jenseits von 2000. Ja, die wohnen beide zusammen und haben eine günstige Miete. So günstig ist die Miete auch nicht mehr. Aber keiner von den beiden ballert jeweils ein Tausender raus. Ja. Siehst du, da ist nämlich schon der erste Unterschied. Und da kommen wir nämlich auch gleich schon zum nächsten Punkt, wo ich dann sagte, eieieiei, das wird ja immer schlimmer. Und zwar, wir haben jetzt seit
knapp 25 Jahren den Euro. Wir leben jetzt hier gerade Mitte im Jahr von 2023. Es sind zwar ungefähr etwas über 20 Jahre, aber... Auch noch, das ist, weiß nicht, 2001? Nein, 2002 und 25 Jahre 1998. Ach, 2002 war es sogar. Okay, na, egal, wurscht. Sagen wir mal so Pi mal Daumen 25 Jahre. 20. Gut, dann sagen wir eben 20. Meine Fresse. Wie oft noch ist 25 1998? Okay, sagen wir 20. So, und... Ach, deswegen kam ich auf die 25. Jetzt kommt gleich mein Gedankensprung. Und die Preise zuletzt zu D-Mark-Zeiten, also dann 2001. Zum Beispiel? Ja, wenn ich jetzt so vergleiche, was hat da ein Liter Benzin gekostet, was hat da ein Stück Butter gekostet, ein Laib Brot, ein Liter Milch und so weiter. Oder Miete für Quadratmeter, bla bla bla. Dann komme ich ungefähr auf so ziemlich fast genau das Gleiche, was es jetzt kostet. So. Nicht ganz, Mühe höher, aber nicht viel. Sagen wir, wenn die 25 Jahre voll sind in 3 Jahren, dann haben wir so ungefähr die gleichen Preise wie vorher. Jetzt erinnern wir uns mal an den Wechselkurs damals, D-Mark zu Euro, der war 1 zu 2. Das heißt für... Grob gerundet. Für, ja, 1 zu 1,97 irgendwas. 9853. Ja, danke. Bitte. Sagen wir 2. So, das heißt also, für rund 2 Mark habe ich 1 Euro bekommen. Jo. Wenn jetzt die Preise gleich sind, dann bedeutet das, dass der Euro innerhalb dieser 25 Jahre, dann in 3 Jahren, in 25 Jahren, tatsächlich eine Inflation von 50% hingelegt hat. Von 50% in 25 Jahren. Von 100%. Oder von 100%, stimmt, er hat sich halbiert, richtig, von 100%. Scheiß Prozentrechnung. Hätte ich mal in der Schule besser aufgepasst. Nein, also von 100%. Ja, der Wert hat sich halbiert. So, wenn wir jetzt uns angucken, wir sind 40. Ja? Richtig alte Säcke. So richtig schön, bläh, kurz vor Boomer. Sprechender Ofenkäse. Genau. Wir haben ja noch ein paar Jahre Arbeit vor uns, bevor wir in Rente gehen. Jo. Nämlich wie viele Jahre? Na, bei mir sind es noch 23. Ich bin ein bisschen jünger. Bei mir sind es noch mindestens 27. Ja. Also über 25. Also nochmal die gesamte Zeit, die der Euro bis jetzt existiert. Wenn das so weitergeht, halbiert sich der Wert von dem Scheißteil nochmal. Ja, da möchte ich aber noch ein paar Bemerkungen zur Inflation dazu machen müssen. Du kriegst ja auch permanent Lohnerhöhungen und der Rentensatz wird auch über die Inflation hinaus gesteigert. Die Renten sind in den vergangenen Jahren vor Ukraine-Krieg, muss dazu gesagt werden, immer deutlich über dem Inflationssatz gestiegen. Das heißt, du hast immer faktisch mehr bekommen. Löhne und Gehälter nicht unbedingt. Wobei das auch extrem branchenabhängig war und bei uns in der Verwaltung war es eigentlich auch immer überinflationär gewesen. Das heißt, es kam immer ein Inflationsausgleich statt und damit ist deine Rechnung wieder ein Nullsummenspiel. Ich will jetzt bloß auf die Summe hinaus, damit man also zum Schluss die gleiche Kaufkraft, wie jetzt momentan 2000 Euro als Rentner zur Verfügung hat, bräuchte man dann in 25 oder sagen wir knapp 30 Jahren eigentlich fast 4000 Euro Rente. Das will ich nur mal so am Rande erwähnen. Ja? Und jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, wenn das Rentenniveau bis dahin auf 50% gesunken ist, und das wird kommen, wenn es sich sogar auf 45 sinkt, dann könnt ihr nochmal das Doppelte quasi oben drauf packen, damit ihr so Pi mal Daumen wisst, wie viel netto ihr dann zum Schluss die letzten Jahre in etwa verdient haben müsst, damit ihr bei gleicher Kaufkraft von jetzigen 2000 Euro Rente, das wären dann in 25 oder 30 Jahren 4000 Euro, haben müsstet. Das wäre dann so bei, sagen wir mal, 7000, vielleicht 6,5, so irgendwas zwischen 6,5 und 7000 Euro netto. Und jetzt möchte ich an der Stelle aber mal wieder eingrätschen. Erinnert dich mal bitte dran, mit welchem Gehalt du damals bei vor 12 Jahren bei Cybertel angefangen hast. Ich hatte davor noch einen Job. Ich war 7 Jahre lang im Computercenter in Erkner. Und wie viel hast du da verdient? Nicht mal Mindestlohn. Nicht mal Mindestlohn, weil es ja noch gar nicht erfunden war. Richtig. Davon abgesehen. Okay, du willst also keine Summe nennen. Ich bin da nicht so. Ich habe 2008 nach der Ausbildung bei Cybertel angefangen. Kannst du ruhig nennen. Ich hatte 650 Euro netto. Oh, das ist ein bisschen sehr wenig. Ja. Ich hatte bei Sabata immerhin schon 1600 brutto, also 1000 noch was netto. Genau, knapp über 1000 netto.
Und das war damals schon, naja, nicht gerade viel, aber es ging für einen Berufseinsteiger. Jetzt habe ich das doppelte Brutto. Ja, inzwischen habe ich das auch. Ja, aber dann das hat aber nichts mit gestiegener Qualifikation zu tun. Naja, doch, wir haben ja Berufserfahrung dazu. Ja, Berufserfahrung, okay. Also ich habe schon viel gelernt. Aber das hat auch ganz böse mit Inflation zu tun. Jetzt kommen wir wieder nämlich zu dem Knackpunkt. Wir hatten das Thema Rente ja schon mal. Genau. So, und zwar haben wir da gesagt, wenn man zum Chef geht und man sagt, Chef, das wird alles nur teurer geworden, ich will mehr Geld, dann sagt der Chef meistens, ja, glaubst du, für mich ist es nicht teurer geworden? Genau. Zählt nicht so richtig. Deswegen muss man immer mit einem gewissen Mehrwert um die Ecke kommen und sagen, Chef, ich mache ja jetzt mehr als vorher. Ich übernehme jetzt qualitativ hochwertigere Aufgaben als früher. Genau. Und das rechtfertigt in meinen Augen ja eine Gehaltserhöhung, weil ich erzeuge ja jetzt mehr Gewinn für die Firma. Jo. So, wenn man das jetzt aber exorbitant quasi hochrechnet auf eine Verdoppelung, jetzt müsst ihr mal überlegen, würde das Unternehmen, bei dem ihr jetzt arbeitet, es hinkriegen, in den nächsten, sagen wir mal, 30 Jahren euer Gehalt zu verdoppeln? Wahrscheinlich nicht. Na doch. Nicht für den gleichen Job. Weil die Kaufkraft ändert sich ja auch entsprechend. Das Unternehmen nimmt ja auch entsprechend mehr ein. Das ja, ist mehr das so ein Feature des Geldes an sich. Das wird aber leider nicht eins zu eins an die Angestellten ausgeschüttet. Das stimmt allerdings. So, sondern die werden immer nur abgewiegelt mit, ja, es geht nicht anders und da muss gestreikt werden. Und sind wir mal ehrlich, der Wert des Euros in den letzten 25 Jahren hat sich halbiert. Das, was die Gewerkschaften erstreikt haben und die Gehaltserhöhungen im selben Job, haben sich seitdem nicht verdoppelt. Die sind vielleicht auf 1,7 hochgegangen, wenn es gut läuft. Das 1,7 bis 1,8-fache so unter drin. So, ja. Ungefähr, aber aufgeholt, dass sie 1:1 wieder da angekommen sind, sind sie nicht. Ja, das kann natürlich schon sein. Ja, das gebe ich. Und von Hartz IV und Mindestlohn will ich gar erst anfangen. Ja, das ist sowieso eine Sauerei. Also. Ja, oder oh, Bürgergeld, das hat ja jetzt einen anderen Namen. Und sind 20 Euro mehr oder so. Ja. Nicht pro Tag, pro Monat. Genau. Na, jetzt. Naja, okay, ja, das ist eine Sauerei. Darüber muss gar nicht erst verhandelt werden. So. Aber die sind ja sowieso weit entfernt von einer normalen Rente. Also von daher. Deswegen, ja, überlegt euch mal, die Kaufkraft, die ihr jetzt habt, reicht euch die im Rentendasein für eure ja, restliche Existenz? Oder sollte das schon ein bisschen mehr sein? Und dann könnt ihr mal so Pi mal Daumen hochrechnen, ja, wie viel ihr eigentlich zum Schluss netto verdienen müsstet, oder dann auf Brutto umrechnen, das ist ja noch schon Arbeitgeberbrutto, ja, umrechnen, das ist ungefähr nochmal die Zahl mal 2, damit ihr dieses Einkommen überhaupt habt, damit ihr so und so viel in die Rentenkasse eingezahlt habt, damit ihr anschließend so viel Rente bekommt. Und da werden die meisten wahrscheinlich sagen, das schaffe ich ja nicht mal ansatzweise. Da müsste ich ja schon CEO sein, damit ich das schaffe. Nein. Die Gehaltsschere in Deutschland ist zum Glück immer noch groß genug, dass es geht. Außerdem, wie gesagt, die Löhne steigen auf jeden Fall. Ja, sie hinken. Manche also grundsätzlich gesehen hinken die Lohnanpassungen immer der Inflation hinterher. Das weil die Inflation zuerst kommt und dann kommen die Gehaltsverhandlungen und die Arbeitskämpfe. Genau. Und die Renten hinken meistens den Klassenkämpfen, hätte ich jetzt was gesagt, den Arbeitskämpfen ein Stückchen hinterher. Also es wird immer erst teurer, bevor dann der Rest angeglichen wird. Genau. Und wir reden jetzt hier nicht von ein paar Wochen Unterschied, sondern meistens ein paar Jahre. Na, sagen wir mal Monate bis Jahre. Ja, eher Jahre. So, und die letzte große Rentenanpassung war eigentlich die, dass das Rentenniveau der neuen Bundesländer, also ehemaliger Osten, sich jetzt endlich an das der alten Bundesländer, ehemaliger Westen, angeglichen hat. Das war das auch heißt, vor ein paar Monaten erst. Ja, ja. Jetzt, ne? Überleg also mal, 2023. Jetzt überlegt man, seit wann die Mauer weg ist, ne? Und so weiter. Ja, ja. Es hat ein bisschen gedauert, nicht? So ein bisschen Verzug. Und das heißt, die nächsten Sprünge, die kommen werden, insbesondere für die Leute in den neuen Bundesländern, sind halt nicht die Anpassungen, also nicht große Sprünge, weil es muss noch eine Anpassung erfolgen, sondern es sind dann nur noch die allgemeinen Erhöhungen, die in den alten Bundesländern auch bekommen. Das heißt also schon, ja. Ja, also das heißt jetzt nicht davon ausgehen, naja, ich habe ja hier im Osten gearbeitet, weil ich war ja hier in Sachsen oder wie ist der Kurwan in Brandenburg. Ja, da kriege ich ja jetzt dann automatisch eine höhere Gehaltserhöhung als die da drüben im Westen. Nein, das sowieso nicht.
Also erstmal schon mal nicht Gehalt, sondern Rente. Rentenerhöhung, nee, das fällt jetzt leider flach, das ist jetzt 1:1. Außerdem hast du auch geringere Lebenshaltungskosten. Ja, so viel zur Theorie. Nein, das ist wirklich so. Aha. Im Osten ist es billiger als im Westen. Kommt drauf an, wo du im Osten und wo du im Westen guckst. Ja, du kannst natürlich nicht Berlin-Kreuzberg oder Mitte mit Gelsenkirchen vergleichen. Das ist schon klar. Aber wenn du zum Beispiel Berlin-Kreuzberg mit Düsseldorf, Oberkassel vergleichst, irgendein Luxusviertel, dann ist es schon wieder billiger. Ja. Oder mit München, Berlin mit München. Man muss halt immer regional gucken. Du musst halt genau gucken. Stimmt, ja, es gibt teure Ecken in Berlin und es gibt billige Ecken in Berlin. Es gibt teure Ecken in Brandenburg und es gibt auch billige Ecken in Brandenburg. Was gibt teure Ecken in Brandenburg? Guckt euch mal Potsdam an. Genau. Da sagt er, oh, ich fahre zum Tanken lieber nach Berlin, da ist billiger. Genau, aber und billige Ecke in Brandenburg ist auf jeden Fall billiger als billige Ecke in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber das gleicht sich auch immer mehr an. Es sei denn, die Gegend verarmt immer mehr und immer mehr Leute ziehen weg, dann wird es billiger. Genau. Weil sonst die Letzten sagen, den Preis zahle ich doch nicht. Jetzt habe ich überlegt, wenn ich jetzt mehr Geld zur Verfügung habe, als ich zurzeit zum Leben brauche, dann kann ich ja was zurückpacken. Ist es denn möglich, in die gesetzliche Rentenkasse mehr einzuzahlen, als ich jetzt gesetzlich verpflichtet bin einzuzahlen? Die Antwort lautet nein. Hey. Schade. Das heißt also, auf die Art und Weise seine Rente zukünftig erhöhen geht nicht. Was bleibt also nur noch übrig? Eine private Rentenversicherung. Oder eine Riester? Nee, das meine ich jetzt weniger. Du meinst eine kapitalbildende Lebensversicherung? Nein, das meine ich jetzt auch nicht, meine Betriebsrente. Ja, das liegt an deinem Betrieb und nicht an dir. Im öffentlichen Dienst wird man dazu verdonnert, eine Betriebsrente abzuschließen. Da kannst du dich nicht gegen wehren. Die kannst du auf ein Minimum runtersetzen von, ich glaube, 1,50 € oder so im Monat. Aber du kannst nicht sagen, will ich gar nicht. Okay, ist so. Alles, was nicht öffentlicher Dienst ist, da kannst du dich entscheiden. Da musst du allerdings erstmal deinen Chef fragen, Mensch, bietest du sowas überhaupt an? Der Unterschied Eben. Zwischen einer privaten und einer Betriebsrente ist, eine private, da geht die gesamte Summe für diese Rente immer von deinem Netto ab. Also quasi die Summe, die du auf... Vom Brutto, deshalb heißt es so. Nein, eben nicht, genau, das ist ja der Unterschied. Ach jo, die private Sache. Die private, genau. Ja, die das private heißt, geht von deinem Netto ab. Das, was du auf dem Konto hast, davon geht dann ein Teil in diese private Rentenversicherung ab. Jo. Bei der Betriebsrente geht auch ein Teil von deinem Netto weg, aber das Gleiche, was von deinem Netto weggeht, geht auch von deinem Brutto weg, sprich, das zahlt der Arbeitgeber mit. Jo. Das ist ein bisschen schief, das Verhältnis ist nicht ganz 1:1, aber so Pi mal Daumen. So Pi mal Daumen die Hälfte. So. Na, ungefähr eher die Hälfte von der Also, es Brust. Geht nicht von deinem Brutto weg, sondern es kommt eigentlich aufs Arbeitgeberbrutto oben drauf. Genau, das heißt, da zahlt der Arbeitgeber tatsächlich auch noch was in deine Rente ein. Das macht er nämlich normalerweise nicht. Das heißt, es gibt ja Arbeitnehmeranteile und es gibt Arbeitgeberanteile. Und in den Arbeitgeberanteilen ist die Rente nicht drin. Dafür ist Unfallversicherung. War das nicht die Pflege? Nee, Pflege ist drin, Rente ist nicht drin. Dafür ist das, dass der Arbeitgeber gar keine Rente bezahlt? Oder wechsle ich das jetzt gerade? Ich glaube, das verwechselst du gerade ganz böse mit der Pflege. Dann war es die Pflege, die er nicht zahlt. Die Pflege zahlt. Dafür zahlt der Unfall, die zahlt ihr wieder nicht als Arbeitgeber. Genau. Genau so rum war das, okay. So, auf jeden Fall, da zahlt der Arbeitgeber tatsächlich etwas mit. Und von daher ist diese die Betriebsrente zu bevorzugen, wenn ihr nicht gerade bei einer kleinen Butze arbeitet, also zum Beispiel bei irgendeinem Handwerksbetrieb, oder so wo der Chef selber noch ordentlich mit anpackt und in 10 Jahren in Rente gehen wird. Genau. Weil das Problem ist nämlich, wenn der Betrieb pleite geht. Oder aufhört zu existieren, sagen wir jetzt mal ganz allgemein. Genau. Ja, wenn er aufhört zu existieren, habt ihr Arschkarte. Wenn er pleite geht, passiert ja auch mit Großunternehmen, dann werden diese großen Unternehmen in der Regel von anderen Firmen geschluckt. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine Bank. Ja, wenn eine Bank pleite geht, ja, das passiert, dann wird sie in der Regel von einer anderen Bank geschluckt. Weil man möchte ja an die Kunden und man möchte ja auch den Kundenstamm weiterhin in sich aufnehmen. Ja, das ist ja quasi das Kapital überhaupt. Und in dem Fall werden zu, sagen wir mal, über 90% alle Verpflichtungen, die der ehemalige Arbeitgeber hatte,
auch übernommen. Da machen sich auch Betriebsrat und Ähnliches ganz stark dafür, dass das tatsächlich der Fall ist. In dem Moment genau. Auch die Betriebsrenten. Das heißt nicht, dass der Arbeitgeber damit Schindluder machen kann und das eventuell verzockt und dann ist es weg und dann war es das. Das kann immer noch passieren, das sind die letzten 10% so in etwa. Aber grundsätzlich gesehen wird es in der Regel übernommen. Wenn ihr jetzt einen kleinen Betrieb habt, wo eben nur 4 Leute arbeiten, der Chef selber mit anpackt und der hat irgendwann keinen Bock mehr und löst den Betrieb einfach auf, ja, dann ist der aufgelöst. Da ist die Rente weg. Naja, weg nicht, aber ihr bekommt halt nur die Ansprüche bis zu dem Datum, wo es eingezahlt wurde. Und das auch nur unter der Voraussetzung, dass die Versicherungsgesellschaft weiter existiert. Da beginnt nämlich der Spaß. Ja, aber jetzt kommt ja das Fiese. Wenn ihr einfach nur die Firma auflöst, dann ja. Dann bleiben die ja bestehen. Wehe, er meldet Insolvenz an. Na, dann haben die Gläubiger Zugriff drauf. Genau. Das ist ja im Technischen nur ein Sparkonto. Richtig, dann haben die Gläubiger Zugriff drauf. Und da kommen erstmal die, die ordentlich Kohle noch bekommen. Das sind in der Regel andere Firmen und das Finanzamt. Na, und Banken halt. Und ja, also, genau. Und wenn dann noch was übrig bleibt, und Spoiler, da bleibt in der Regel nichts übrig, dann würde es an die Rentner, also an die ehemaligen Arbeitnehmer, die Betriebsrente eingezahlt haben, ausgeschüttet werden. Na, ihr werdet in dem Moment automatisch auch mit zu Gläubigern. Genau. Hoffentlich nicht zu Lohngläubigern, aber nur Nebenkostengläubigern in dem Fall. Und da könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, dass ihr keinen einzigen Cent bekommt. Das Geld ist weg. Ebenso, wenn die Versicherungsgesellschaft, was auch gerade mal vorkommt oder ab und zu mal vorkommt, drauf geht. Ja, da wäre es aber das gleiche in grün. Ist es eine große Versicherung? Wir schmeißen jetzt mal einfach das Wort Ergo oder DEVK in den Raum. Ja, die sind too big to fail. Ja, die können natürlich auch Scheiße bauen. Die werden aufgekauft. Damit werden die Verträge in der Regel übernommen. Jo. Bla, bla, bla. Ist einigermaßen sicher. Ist es irgend so was Kleines? Ja, wo du sagst, naja, die haben ja nur 3000 Leute. Und die melden Insolvenz an, weil sich irgendeiner böse verzockt hat. Na, oder sie werden halt einfach fallen gelassen, ne? Kann ja trotzdem noch vorkommen. Oder so, dann Bad News. Ja, das wird meistens nix. So, bei privaten Zusatzversicherungen ist es übrigens das Gleiche. Also wenn da ein ganz kleiner Kraut, der euch hohe Rendite verspricht, sich da verzockt und weg ist, ist das Geld auch weg. Nehmt ihr da so einen dieser 0815 Standard-Dinger, da habt ihr gute Karten, dass die Kohle nicht weg ist. Aber es kann durchaus sein, dass die Verträge sich ändern. Dass die Verträge sich kommt. Entweder so, ja, also der Vertrag wurde in dem Moment einseitig geändert. Einseitige Vertragsänderung bedeutet immer, dass ihr ein Sonderkündigungsrecht habt, also die andere Partei. Mhm. Sprich, wenn der Versicherungsgeber den Vertrag ändert, habt ihr ein Sonderkündigungsrecht, dass ihr sagen könnt, hier, ich bin nochmal weg. Die weisen euch auch darauf hin, die senden euch auch die neuen AGB und so zu, das ist alles kein Problem. Genau, anders, da sind sie auch verpflichtet zu. Andersrum. Genau. Ist gleich in grün. Wenn ihr also den Vertrag einseitig ändert, hat der Versicherungsgeber das Recht, eine fristlose Kündigung zu machen. Genau. Genau. Also das ist so geregelt, da halten sich auch beide Seiten dran. In der Regel wird nur der Versicherungsgeber die Konditionen ändern, der Versicherungsnehmer muss dann entweder Frist oder Stirb machen. Ja. So, da kann es eben durchaus sein, dass es eben heißt, pass auf, wir haben zwar den Kundenstamm übernommen und die Konditionen sehen jetzt aber vor, dass du statt 7% Rendite nur noch 2% Rendite bekommst. Und wenn dir das nicht schmeckt, weil du sagst, was ist denn das für eine Verarsche, dann kannst du ja gerne kündigen und dann bekommst du das Geld, was du damals eingezahlt hast in Summe, wieder zurück. Nee, schön wär's. Abzüglich ein paar Gebühren. Ja, abzüglich. Das heißt, ihr habt nicht nur keinen Gewinn gemacht, sondern die Inflation hat auch noch einen Teil von eurem Geld weggefressen und dann wird nochmal ein Teil für irgendwelche Gebühren weggezogen. Das du heißt, bekommst nämlich auf den Cent genau, was du eingezahlt hast. Genau. Und nicht etwa inflationsbereinigt. Richtig. Was nämlich mehr wäre heutzutage. Genau. Du hast auf jeden Fall nasse gemacht. Und deswegen ist das Ganze, was immer von insbesondere der FDP so gehypt wird, oh ja, eine kapitalgedeckte Privatrente, müsst ihr unbedingt machen, gibt ja viel mehr Kohle als in der staatlichen Rente. Die SPD war das, nicht die FDP. Ja, der heuchelt das aber auch. Die SPD macht es auch noch mit. Das kommt ja erschwerend hinzu. Das ist das Problem. Ja? Ist immer risikobehaftet. Jo. Es ist ein Glücksspiel. Ja? Ihr könnt das tollste System im Casino haben und damit, mache ich ständig Gewinn mit. Ja, irgendwann halt mal nicht. Dann fliegt er auf die Fresse. Und genau das Gleiche ist es mit solchen Versicherungen. Und das heißt eben auch nicht, dass wenn eine Anpassung ist, also wenn ihr zum Beispiel eine Rendite von 3% habt, dann soll das ja quasi die Inflation abdeckeln. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Inflation nicht 3% übersteigen kann. Haben wir ja bei Corona gesehen.
Das heißt, auch da kann es plötzlich sein, dass die Inflation schneller steigt als eure Rendite. Und dann habt ihr am Ende auch weniger Kaufkraft im Portemonnaie, also geldtechnisch habt ihr mehr. Das ist eine höhere Summe, also ein höherer Wert. Ja, aber die Kaufkraft ist halt weniger. Also ihr könnt davon weniger kaufen, weil alles dafür teurer geworden ist. Und deswegen muss man sich das gut überlegen. Und deswegen in meinen Augen die sicherste Form der Rente an sich ist die gesetzliche. Weil es gibt ja diesen tollen Spruch, die deutsche Rente ist sicher und wird immer gezahlt. Die Frage ist halt nur, was kommt am Ende raus? Und es wird vor allen Dingen von der Politik gerne mal drauf rumgemanscht im Sinne von, also wir erhöhen jetzt einfach mal das Renteneintrittsalter, weil die Wissenschaft hat ja tolle Erkenntnisse gemacht und die Leute werden ja immer älter. Das behaupten wir jetzt einfach mal so. Statistiken belegen das. Die Leute werden jetzt ein Jahr älter im Schnitt. Aber das ist eine Tatsache. Und weil sie ein Jahr im Schnitt älter werden, erhöhen wir jetzt das Rentenalter um 3 Jahre. Als Beispiel. Ja, das ist dann schon mal so Fraglichkeitsstufe Nummer 1. Und die zweite Fraglichkeitsstufe ist, warum zum Geil gehen Sie an das Rentenniveau? Wieso wird das in einer Tour gesenkt und nicht gesteigert? Das ist nämlich die Sauerei am Renteneintrittsalter. Das ist nur ein Ablenkungsballon, ein Luftballon, der schön glitzert, damit du dich auch mit darüber echauffierst. Nebenbei wird aber immer das Rentenniveau mit angefasst. Nochmal als Erinnerung, Rentenniveau sind die Prozente, die ihr dann tatsächlich bekommst. Die du letztendlich hast. Das kann man so nicht sagen. Also es ist niemals die feste Zahl, weil die Formel ist kompliziert und schön umständlich, damit es auch ja keiner kapiert. Aber über den Daumen gepeilt, plus minus, kann man das schon mal so rechnen. Genau, so. Und das Renteneintrittsalter ist immer nur für die Presse, damit der Stammtisch und die Bildgläser sich drüber aufregen können. Ja, schon wieder das Renteneintrittsalter. Ja, was aber grundsätzlich auch mitgemacht wird, ist, dass das Rentenniveau gesenkt wird. Und das kann dann nämlich schön unterschlagen werden. Das kommt vielleicht in 1-2 Nebensätzen im Artikel nochmal drin vor. Ansonsten geht es aber nur noch über das Eintrittsalter. Genau, so. Und dann, wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann mal den Zustand wie in Griechenland, wo es dann eben so weit ist, dass wenn du nicht Top- und Spitzenverdiener warst, dass du dann als Rentner quasi noch würdevoll leben kannst, mit der Kohle, die da noch übrig bleibt, das dann eben heißt, ja wie, du musst dir Medikamente und was zu essen kaufen. Dach über dem Kopf willst du auch noch haben? Dann geh doch arbeiten. Ich bin noch Rentner, aber meine Rente reicht nicht. Dann geh doch arbeiten. Ja, haben wir doch schon lange. Du darfst dir einmal den Sozialhilfesatz dazu verdienen, 450 Euro oder so im Monat. Und dann kommt noch die Trittin-Rente. Das sind dann die Leute, die dann nach Pfandflaschen suchen. Genau, die Trittin-Rente, die Pfandsammler. Ja, also keine rosigen Aussichten. So, und worauf ich jetzt nochmal anspielen will, also im beruflichen Sinne, rechnet euch das mal durch, wie viel ihr denn so Pi mal Daumen in den letzten 10 Jahren, bevor ihr in Rente gehen werdet, verdienen müsstet, damit ihr eine vernünftige Rente, gesetzliche Rente, ausgeschüttet bekommt. Überlegt euch mal, wie viel habt ihr, genau, wie viel habt ihr in privaten bzw. berufstechnischen Zusatzrentenversicherungen? Wie viel Euro kommt da dann quasi raus? Wenn ihr die Kauf, also den Wert des Euros bis, sagen wir mal, der Wert des Euros in 30 Jahren hat sich nochmal halbiert, schmeißen wir mal so Pi mal Daumen, hat sich nochmal halbiert rein, reicht die Kohle dann? Wenn nicht, was müsst ihr machen, damit ihr mehr Geld kriegt? Wenn ihr zum Chef geht und sagt, pass auf Chef, ich will mehr Geld, nicht sagen, ist alles teurer geworden, sondern bringt doch mal das Argument ein, ich möchte nicht in Altersarmut enden. Und ich habe das mal durchgerechnet, müsste ich so Pi mal Daumen jetzt eine prozentuale Gehaltserhöhung von, ich weiß mal, Zahlenraum 5% bekommen. Einfach nur so, einfach nur für Spaß. Ja, von 5% erhöhen, mal sehen, wie Chef darauf reagiert, weil so ein Argument kommt echt selten. Ich möchte nicht in Altersarmut enden. Ui. Na, du musst halt immer nur die Inflation ausgleichen. Das ist die wichtige Zahl. Ja, aber die schwankt halt, nicht? Übrigens ja. Auch lustig, das ist aber ein völlig anderes Thema. Wir haben permanentes Wirtschaftswachstum und parallel dazu steigt die Inflation. Wie geht denn das einher? Nur mal so überlegen, ist ein komplett anderes Thema. Vielleicht machen wir darüber über mal ein Video, also wird dann wieder ein total anderes Video. Wird aber sehr lang, sehr ausführlich, sehr viel Zahlen und sehr viel Gehate. Völlig genau. Anderes Thema, machen wir einen anderen Mal. So, und genau, aus privater, nee, warte mal, wir hatten jetzt die berufliche Sicht. Genau, und aus privater Sicht, wenn mal wieder Bundestagswahlen anstehen, guckt einfach mal, wie viele Parteien dafür werben, dass sie das Rentenproblem, die Altersarmut, tatsächlich anpacken wollen. Nicht, wie sie es anpacken wollen und ob das auch tatsächlich so im Parteigrundsatzprogramm drinsteht, sondern
ob über das Thema überhaupt kommt. Und da werdet ihr feststellen, das sind gar nicht so viele Parteien, die das machen. Es sind auch nicht so viele Parteien im Bundestag von insgesamt, also. Ja, wir haben jetzt CDU, CSU, also die Union, wir haben die SPD, wir haben die Grünen, wir haben die FDP, die wir haben die AfD, die AfD und, naja, so halb noch, gerade mal so mit Ach und Krach noch die Linke. Ja, nicht mehr lange. Ja, die sind noch wenig. Und die CSU. Und das Rentenproblem lösen. Wenn ich mir die Plakate angucke, mit denen die werben. Bitte nicht Wahlkampf auf Plakate. Nee. Ich würde es aber einfach nur sagen. Oder die Sprüche, die im Fernsehen rauskommen. Da wird das Thema Rentenproblem nur ganz marginal behandelt. Ja, weil ganz die vorher Umfragen machen, was interessiert die Bürger. Und dann auf die Top 2 maximal 3 Themen darauf hauen. Und die Rente ist nun mal spätestens seit der Angleichung jetzt kein Thema mehr. Aber je älter ihr werdet, desto wichtiger wird sie für euch. Desto wichtiger wird es ein Thema. Aber trotzdem, es werden halt, wie gesagt, die Umfragen gemacht. Die reden ja auch nicht von sich aus, ohne da vorher geforscht zu haben, labern die. Sowieso. Und dann wird halt werden für jeden Wahlkampf 1-2 Themen festgelegt. Zum Beispiel die CDU-CSU macht ganz klar die Republikaner und fängt für den nächsten Wahlkampf schon mal ganz kuschelig mit trans- und LGBTQ-feindlichen Wahlkampf an. Das haben sie aus den USA von Republikanern gelernt. Nach dem Motto normal, die AfD, das ist ja auch AfD normal, Deutschland normal und so ein Dreck. Mhm. Und deshalb wird die Rente da sehr vermutlich keine Rolle spielen, weil die sowieso wissen, ihre Stammwählerschaft kennen, das sind Rentner, und sich derer auch sicher sein können, solange sie jedes Jahr die Rente um 4-5% erhöhen. Oder halt eben in Ostdeutschland sogar die Angleichung geschafft haben. Genau. Will ich einfach nur mal so auf den Weg geben, überlegt euch das mal. Genau. Wenn ihr euch nicht sicher seid, guckt euch mal die Grundsatzprogramme an. Was steht denn zum Thema Rente drin? Ist ein PDF. PDF hat immer den Vorteil, also wenn ihr auf die Webseite der Partei geht, ihr könnt mit STRG F einfach mal nach Rente suchen. Und dann sucht das Dokument. Genau. Was automatisch durch, dann müsst ihr nicht mal alles durchlesen. Aber ist ganz interessant, da sind nämlich deutlich unterschiedliche Dinge drin. Und dann überlegt mal, ob ihr bis euer bisheriges Wahlverhalten dem denn überhaupt zuträglich ist oder nicht. Also immer mal ein bisschen weiterdenken, was passiert denn in den nächsten 30, 40 Jahren mit mir? Aber auch nicht nur ein Parlament, das nur auf 4 Jahre gewählt wird, wegen etwas wählen, was ihr in den nächsten 30 Jahren haben wollt. Das kommt erst später hinzu. So, der Akku fault jetzt hier auch weg. Na, das heißt, ist doch ein schönes Teil. Genau, an der Stelle beenden wir mal unseren Rant. Falls ihr noch Ergänzungen, Korrekturen oder ähnliches habt, rein in die Kommentare, freuen wir uns. Ja, meistens antworten wir auch, nicht immer, aber meistens antworten wir und ihr lernt alle dadurch, wenn was Konstruktives, wichtig Konstruktives, in den Kommentaren drin steht. Das erweitert unseren Wissensschatz. Kanal abonnieren, sowieso nicht verkehrt. Glocke drücken. Genau, Glocke drücken auch. Dann seht ihr immer so einen kleinen Böbbelpunkt, ja, wenn mal wieder ein neues Video dazugekommen ist. Dann könnt ihr mal schauen, aha, diesmal geht es ums Thema. Auch sehr interessant, gucke ich mir mal an. Ne? Und die kommen halt relativ unregelmäßig, deswegen lohnt sich das. Jo. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag nach Abend, was auch immer. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und immer an die Rentner denken.